Wir beobachten hier die Reaktion von Kupferoxid mit Kohlenstoff. Hier ein Demo-Experiment, das verdeutlicht, wie Kupfer aus Kupferoxid gewonnen kann, und zwar mit Hilfe von Kohlenstoff. Man sieht hier, dass nach kurzem Erhitzen dieses Gemisch einige Zeit weiter glüht. Und dieses Glühen deutet darauf hin, dass es sich um eine insgesamt exotherme Reaktion handelt. Schreiben wir dazu mal die Reaktionsgleichung auf. Kupferoxid und Kohlenstoff reagieren zu Kupfer und Kohlendioxid. Bei diesem Kalkwasser handelt es sich übrigens um eine Nachweismöglichkeit für das Kohlendioxid, und die Tatsache, dass man eine Trübung erkennen kann, wenn ihr den Film weiter anschaut, wird es nochmal deutlicher gezeigt, deutet also eben darauf hin, dass ich hier Kohlendioxid entwickelt habe. So, bei dieser Gesamtreaktion kann ich zwei Einzelreaktionen oder Teilreaktionen beschreiben. Das ist einmal die Reaktion vom Kupferoxid zum Kupfer und auf der anderen Seite die Reaktion vom Kohlenstoff zum Kohlendioxid. Nehmen wir erstmal diese zweite hier. Bei der Reaktion von Kohlenstoff zu Kohlendioxid wird ja Sauerstoff aufgenommen. Dazu gibt es in der Chemie einen gebräuchlichen Namen, und zwar ist das die sogenannte Oxidation. Das Problem an diesem Begriff ist, dass er in der Chemie eine weitere Bedeutung hat als nur die. Wir verwenden ihn hier nur als eine Kurzbezeichnung für Sauerstoffaufnahme. Auf der anderen Seite habe ich ja die Reaktion vom Kupferoxid zum Kupfer. Und was hier passiert, ist, dass ja Sauerstoff abgegeben wird. Normalerweise schreibe ich in chemischen Reaktionen ein Minus nicht hin. Hier auf so einem Seitenpfeil kann ich das schreiben. Es wird Sauerstoff abgegeben und man bezeichnet das Reduktion. Auch hier ist es einfach eine Kurzbezeichnung für die Sauerstoffabgabe. Das Einzeichen dieser Reaktionspfeile hier und die Benennung der Teilreaktion ist, so wie ich das hier gemacht habe, eigentlich etwas ungenau. Ich möchte diese zwei Teilreaktionen deshalb nochmal auf einer anderen Seite getrennt festhalten und auch getrennt betrachten. Also, zum einen habe ich die Reaktion vom Kohlenstoff. Der Kohlenstoff reagiert ja zu Kohlendioxid und es muss Sauerstoff dazukommen, damit das passieren kann. Auf der anderen Seite habe ich die Reaktion vom Kupferoxid, wo eine Reduktion, also eine Sauerstoffabgabe stattfindet. Minus kann ich hier nicht schreiben in einer Reaktionsgleichung, deshalb schreibe ich es auf der Seite der Produkte hin. Also Kupfer plus Sauerstoff. Was ich auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass eine solche Reaktion eines Elementes hier, es ist der Kohlenstoff mit Sauerstoff, immer exotherm ist. Jede Reaktion, ob von Metallen oder von Nichtmetallen mit Sauerstoff, führt immer zu einer Energieabgabe. Natürlich ist diese Energieabgabe auch unterschiedlich stark, aber sie ist auf jeden Fall exotherm. Umgekehrt, eine Zerlegung eines Oxides, also einer Verbindung, die Sauerstoff enthält, ist immer endotherm. Zur Erinnerung nochmal ein paar Energiediagramme.
Es gab ja zwei Möglichkeiten, wie wir solche Energiediagramme gezeichnet haben. Auf jeden Fall nach oben war immer die Menge an Energie eingezeichnet. Und teilweise haben wir dann noch die untere Achse verwendet, um den Zeitablauf einzutragen. Das wollen wir jetzt hier bei dieser Reaktion nicht machen. Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff exotherm zu Kohlendioxid. Das bedeutet, es wird energiefrei. Das heißt, zwischen dem Kohlenstoff und dem Sauerstoff, ich kürze mal mit den Symbolen ab, C für Kohlenstoff und O für Sauerstoff, muss also bei der Reaktion zum Kohlendioxid CO2 Energie abgegeben werden. Das heißt, ich habe hier oben mehr Energie enthalten als hier unten. Auf der anderen Seite, das Kupferoxid nimmt Energie auf, damit Kupfer und Sauerstoff entstehen kann. Das heißt, hier muss also die Richtung andersrum sein. Ich habe Kupferoxid COO, das nimmt Energie auf und dabei entsteht dann Kupfer und Sauerstoff. Hier also eine Energieaufnahme. Zur Erinnerung, umgekehrt, wenn ich Kupfer mit Sauerstoff reagieren lasse, das wäre von oben hier nach unten, wird natürlich auch Energie frei. Das war ja immer so, wenn die Hinreaktion in diesem Fall endotherm ist, ist die Rückreaktion dann exotherm. Gehen wir mit diesen Erkenntnissen jetzt nochmal in die zu der gemeinsamen Reaktionsgleichung. Wir hatten ja schon festgestellt, ich tue es nochmal farbig festhalten, die Reduktion hier, das war ja eine endotherme Reaktion. Und hier habe ich eine exotherme Reaktion. So, die Frage ist, warum ist die Gesamtreaktion eigentlich exotherm? Wir erinnern uns, was wir gerade eben im Bild gesehen haben, in dem Film genauer gesagt. Da war es ja so, dass das Gemisch, nachdem ich es angezündet hatte, noch einige Zeit geglüht hatte. Exotherm bedeutet ja, es muss energiefrei werden. Jetzt habe ich ja zwei Teilreaktionen, einmal eine endotherme Reaktion und eine exotherme. Wenn die gesamte Reaktion exotherm ist, muss es ganz klar so sein, dass also hier Energie genügend frei wird, sodass die Energie oder der Energiebedarf hier gestillt wird, aber noch Energie übrig ist, dass eben das Gemisch auch glühen kann. Denn sonst könnte es ja nicht von alleine weiter glühen. Und ich habe das Ganze hier jetzt auch so eingezeichnet, dass, um das eben anzudeuten, bei dieser Reaktion ist es also so, dass hier mehr Energie als bei dieser Reaktion, also hier wird mehr Energie frei, als bei dieser Reaktion benötigt wird. Und damit habe ich neben der Tatsache, dass das Ganze insgesamt exotherm ist, noch eine Begründung, warum es mir überhaupt möglich ist, das Kupferoxid zu zerlegen zu Kupfer und Sauerstoff, nämlich die Oxidation liefert die Energie, die die Reduktion benötigt. So, und diese Reaktion kann eben tatsächlich hier, also diese Gesamtreaktion, kann nur stattfinden, weil die Oxidation mehr Energie liefert, als die Reduktion benötigt. Wenn das eben nicht der Fall wäre, wenn ich also zum Beispiel
einen höheren Energiebedarf für diese Reduktion hätte, als mein Kohlenstoff hier bei der Oxidation abgibt, dann könnte diese Reaktion gar nicht ablaufen. Es ist ganz klar, ich könnte die Zerlegung von dem Kupferoxid hin zum Kupfer tatsächlich natürlich auch mit einer beliebigen Energiequelle durchführen, nämlich indem ich zum Beispiel einen Bunsenbrenner habe, der besonders warm ist, der also mir dann eben die genügend oder ausreichend große Energie liefert, dass ich das Kupferoxid zerlegen kann. Auf der anderen Seite, wenn wir nochmal zur Teilreaktion zurückgehen, wenn ich jetzt diese Reaktion hier alleine ablaufen würde, hätte ich ein Problem, nämlich dass der Sauerstoff, der hier entsteht, natürlich auch wieder mit Kupfer zurückreagieren könnte. Das ist ja auch ganz einfach zu erklären. Ich muss ja erhitzen, dass diese Reaktion stattfindet. Es ist eine exotherme Reaktion. Und das heißt, es ist eben auch wieder Aktivierungsenergie vorhanden, sodass das Kupfer mit dem Sauerstoff zurückreagieren könnte zu Kupferoxid. Was Kupfer ja macht, wenn ich es an der Luft erhitze. Und hier hilft aber gleichzeitig der Kohlenstoff. Denn der Sauerstoff, der hier frei wird, wird gleichzeitig vom Kohlenstoff wieder verbraucht. Das heißt, der Kohlenstoff liefert nicht nur die Energie, sondern nimmt gleichzeitig auch den Sauerstoff weg, damit das Kupfer Kupfer bleibt und nicht wieder zurückoxidiert. Also, die Oxidation nimmt den Sauerstoff auf. Damit das Oxid reduziert werden kann. Na, das kann man gut erkennen. Reduziert werden kann. So, nur dadurch, dass dass der Kohlenstoff hier also den Sauerstoff vom Kupferoxid wegnimmt, kommt es oder ist es überhaupt möglich, dass das Kupfer als reines Element dann zum Schluss vorliegt. Diese Prinzipien gelten für alle Reaktionen, wo ich gleichzeitig eine Oxidation und eine Reduktion habe. Zum einen die Tatsache, dass ich Energie durch eine der Teilreaktionen bekomme, damit die andere Teilreaktion stattfindet. Und gleichzeitig wird eben das Spaltungsprodukt, hier in diesem Fall der Sauerstoff, aus der Reaktion entfernt, damit die Reaktion auch nicht wieder zurück abläuft.